Video Nummer 3, Core 700. Wie im vorherigen Video angekündigt, möchte ich euch zeigen, vorstellen, den Hauptrouterkopf, was sich dahinter verbirgt, hinter dieser Technik und wo es denn da die Dämpfung versteckt. Das wird das erste sein. Das zweite ist die Heckrotoreinheit, die möchte ich euch nochmal vorstellen und was ich da so entdeckt habe. Und zum Schluss des Videos möchte ich euch nicht vorenthalten, die Antwort von der Firma Karcher AG aus Birkenfeld. Ich habe sie zweimal angeschrieben und habe eine Antwort bekommen auf meine Frage, wie sieht es aus mit einer Teileliste? Ich hätte gerne eine Teileliste und eine Bedienungsanleitung im PDF-Format. Und wo kann ich denn Ersatzteile käuflich erwerben? Und darüber möchte ich gerne nochmal mit euch sprechen, was ich da für eine Antwort bekommen habe. Aber erstmal widmen wir uns dem Hauptrouterkopf. Hier vor mir liegt er nun, der Hauptrouterkopf vom Core 700. Auf der einen Seite teilzerlegt, hier komplett zerlegt in den ganzen Lagern. Es war ja auch nicht notwendig, hier die Lager auch noch abzuziehen von der Blattlagerwelle. Eine Seite reicht ja zum Darstellen, wie das alles hier funktioniert. Wo wird denn jetzt das alles gedämpft hier? Wo ist denn die Dämpfung? Die befindet sich, hier haben wir das Mittelstück. Und die befindet sich hier unten drin. Diese drei Gummis plus ein so ein Abschlussplastikring, der hier oben noch drauf kommt, die sind da unten drin. Hier kommt die Hauptrouterwelle durch. Das Mittelstück im Mittelstück, ich weiß, wie das heißt, kommt dann hier rein. So. Hier dachte ich ja auch am Anfang erst, Mensch, das ist doch auch so eine Art Dichtung, aber das ist keine Dichtung, das ist einfach nur, es ist ein Lager, eins rechts, eins links, hier noch ausgebaut. Das ist fest verschraubt mit der Hauptrouterwelle und die Hauptrouterwelle kann hier drinnen dann arbeiten, beziehungsweise können die Gummis dann arbeiten und dämpfen die ganze Geschichte. Ja, dann baue ich den Hauptrouterkopf jetzt einfach mal wieder zusammen. Was ist noch interessant an diesem Rotorkopf? Und zwar ist es die Befestigung der Blatthalter. Eigentlich werden sie ja raufgeschoben von den Seiten und werden durch zwei Schrauben hier, kennt ihr ja, gehalten. Hier ist es anders gelöst. Hier wird es raufgeschoben. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4 Aufnahmen. Und die ganze Geschichte wird durch vier Schrauben gehalten. So. 1, 2, 3, 4, einmal ringsrum. Okay. Kommen wir zur Heckeinheit. Da habe ich ja bereits im Video 1 beanstandet. Es läuft alles ein bisschen schwergängig, nicht so wie ich es gerne hätte. Und um das abzustellen, musste ich sie natürlich auseinanderbauen. Was ist da passiert? Hier drinnen verbaut, so rum gehört es. Hier ist die, wie heißt das Ding, Steuerschieber aus Messing. So. Und als ich diese beiden Schrauben hier lösen wollte, habe ich gemerkt, hey, das fühlt sich aber ganz komisch an hier. Gerade hat sich jetzt die Schraube gelöst oder was ist da passiert? Nein, es hat sich keine Schraube gelöst. Es wurde, ich hoffe, ihr seht das, hier ist noch so eine Aufnahme. Und die hat sich einmal verdreht um 90 Grad und ist hier dann auch gebrochen. Und das ist das, was sich so komisch angefühlt hat. Und da hatte ich natürlich jetzt ein großes Problem, denn ich bekomme keine Ersatzteile dafür. Noch nicht. Kommen wir gleich zu, am Ende des Videos. Ja,
Eine offizielle und bekannte Schwachstelle hier. Mal sehen, was sich da machen lässt. Jetzt komme ich hier natürlich nicht weiter, aber ich bin da guter Dinge und das werde ich euch jetzt noch erzählen. Zum Abschluss dieses Videos möchte ich euch noch kurz erzählen, was abgegangen ist bei meiner Kontaktaufnahme mit der Firma Karcher AG aus Birkenfeld. Ich habe dort ja zwei Anfragen gemacht, habe darum gebeten, eine Bedienungsanleitung oder eine Teileliste oder einen Händler, einen Kontakt, wo ich denn Ersatzteile käuflich erwerben kann. Ich will hier nichts geschenkt haben. Und die Antwort, die gebe ich euch jetzt wortwörtlich. Sehr geehrter Herr Weigel, nach Rückmeldung der zuständigen Abteilung führen wir keinerlei Ersatzteile oder Bedienungsanleitung in unserem Artikelstamm. Wir bedauern Ihnen, keine positive Rückmeldung geben zu können. Mit freundlichen Grüßen. Puh, ja, ich wollte mich eigentlich über diese Firma so ein bisschen auslassen in diesem Video, aber das hat ja sowieso keinen Zweck, denn die Firma, die diesen Helikopter vertrieben hat, die Firma Karcher AG aus Birkenfeld, die hat das Projekt eingestellt und somit ist denen auch Pupsi egal, das merke ich ja an dieser Antwort, wo der Endverbraucher, der sich diesen Helikopter hier gekauft hat, wo der seine Teile herkriegt oder irgendwelche Probleme damit hat, das interessiert die einen Scheiß. Gut, Punkt. Das zu dieser Firma. Aber ich gebe ja nicht auf, denn ich möchte ihn ja zum in die Luft bekommen. Und wenn es ein Problem gibt, dann möchte ich das auch gerne lösen. Ich habe World of Heli und Life4B angeschrieben. Die verkaufen diesen Bausatz tatsächlich noch. Die haben zwar keine Ersatzteile im Programm, aber verkaufen den Bausatz. Von der Firma Life4B, von dem Service, habe ich keine Antwort bekommen. Pff, interessiert die auch nicht wahrscheinlich. World of Heli hat mir geantwortet, der Service dort. Vielen Dank und Grüße an World of Heli. Und die haben mir den Tipp gegeben, Mensch, frag doch mal den Markus Fien, frag den doch mal. Habe ich gemacht, habe ihn angeschrieben, eine sehr, sehr nette Antwort zurückbekommen von dem Markus. Er konnte mir aber leider auch nicht so richtig helfen. Er wusste, dass das Projekt eingestellt worden ist. Und das war's. Okay, mein Pech. Nochmal, Markus, vielen Dank dafür und Grüße aus Brandenburg in den Süden. Dann ist ein Kontakt zustande gekommen, für den ich sehr, sehr dankbar bin. Und zwar ist das der Steven Betzler. Genau, ein sehr guter Helikopterpilot, auch Teampilot von was weiß ich, was alles. Also guckt euch mal die Videos an von diesem jungen Menschen, der fliegt wirklich sehr gut. Und der hat mir zurückgeschrieben, Mensch, ist ein toller Heli, den du da hast. Und er hat den auch geflogen, mehrere hundert Male. Und der kann mir eventuell helfen. Er hat vielleicht noch ein paar Teile da in seinem Keller oder wo auch immer, ich weiß nicht wo. Oder kann mir noch ein bisschen was besorgen. Das hier zum Beispiel, das ist ja das wichtigste Bauteil, was mir fehlt. Und darauf warte ich jetzt noch auf seine Antwort, die dann hoffentlich kommen wird. Ob positiv oder negativ, weiß ich nicht. Aber wir werden sehen. Und es hängt da natürlich davon ab, ob ich ein Video 4 mache oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass er mir irgendwas besorgen kann. Und dann bringen wir diesen Core 700 schon irgendwie in die Luft. Okay. Bis dahin, ich weiß nicht, wann das nächste Video kommt. Wir werden sehen. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.